Und Hallöchen Popöchen, hier bei einem Let's Play von Hitman Blood Money. Und ich kann euch sagen, ich freue mich so derbe auf dieses Let's Play. Wir werden das natürlich im Silent Assassin, Modus versuchen durchzuspielen. Wobei ich glaube, wir werden manchmal failen. Und wenn ich sage manchmal, dann meine ich sehr, sehr oft. Dieses Spiel hat mir bis jetzt von den Eidos, Serien bei Hitman am besten gefallen, also wir machen gleich mal Start Game und wir spielen es auf normal durch. Da haben wir nur 7 Speicherstände und ich muss mal kurz leise sein. Just in. Unconfirmed reports of an accident at Southwind Park. I can't find my boy! Hundreds of family members gathered outside the deserted park today to commemorate the second anniversary of the Southwind Park tragedy. Full investigation of the park's safety. Authorities report at least 30 deaths and close to 100 injuries. 5 years since the tragedy closed the gates of Southland Park, but new evidence is claiming malicious prosecution and believes he'll be vindicated at last. Every penny of his fortune defending himself from these lawsuits. Defending Southland Park over Joe Cobbins. There were people flying everywhere. Body parts. And the victims' families have vowed to appeal the decision. Not guilty. Cleared of all charges. Ja, und das ist dann auch unsere erste Mission. Das ist Joseph Clarines, unsere erste Zielperson. Hier haben wir auch schon unseren Hauptdarsteller, Hitman Agent 47. Und ich freue mich wieder, ihn zu sehen, dass ich das Spiel gespielt habe, ist jetzt bestimmt 1,5 Jahre her. Und das ist lackt nicht mal 3 Minuten. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich muss mal kurz nochmal den Sound ein bisschen leiser stellen. This training level will introduce to you the various... Training brauchen wir nicht. Ich mach nochmal aber ganz kurz hier ein bisschen leiser. Sekunde mal. Sound und da Effects kommen. Da machen wir auch nochmal etwas leiser. Und da auch. So kommen noch ein bisschen. Und hier. Und da. So. Und, ja, so wie es da auf diesem Jahrmarkt hier zuging, war es auf jeden Fall auch das letzte Mal, als ich auf dem Jahrmarkt war. Also da ist auch dann direkt, das Big Wheel hier, die, das Riesenrad direkt. This should be a straightforward operation. We need you to penetrate an abandoned amusement park, locate the owner and take him out. The target is a Joseph Clarence. Also known as Swing King. An accident involving one of the rides at the park a few years back forced him to close it down. Our client has made a special request that the photograph you have in your possession be the last thing the target sees. Mr. Clarence has somehow become involved with a narcotics distribution ring, so the park may still have some amusements. Enjoy the ride, 47. Ach, ist das schön. Jetzt muss ich hier gerade in mich reingrinsen. Dass ich die Stimme wieder von Diana gehört habe. Ach, ist das schön. Ja, da freue ich mich. So, und hier, was haben wir denn hier? Einmal hier Schoko oder was gab's denn hier alles? Vanilla, Chocolate, Strawberry, Cookie Dutch, Cookie and Cream. Eieiei, ganz, ganz famoses Zeug gab's hier drinnen. Und jetzt sieht's aus wie Schokoraspeln. Nur aus Autoteilen.
So, und wir haben hier jetzt gerade schon in der ersten Sequenz gesehen, wie das hier alles hier, ja, dieser Unfall entstanden ist. Und hier haben wir übrigens Andre Chiseler, Attorney at Law. Ja, genau. Also hier sieht man auch das Law, also das Gesetz. Mach's hier richtig breit. Wir folgen mal dieser Spur zu diesem Main Gate. Und wait for the guard. Ach, der kommt. Seit wann kommt denn der von da? What the fuck you looking at, Kraken? I'm here to see Joseph Clarence. Never heard of him. Mr. Swing King? Oh, that sorry ass dickhead. What the fuck they call you? Names of a friends, so I don't need one. Ja, und so macht mir übrigens auch jeden Tag meine Mutter die Tür auf, wenn ich von der Schule zurückkomme. Dann lasse ich sie erstmal ganz, ganz nah an die Haustür kommen und dann einfach mal schön mit dem Kopf gegen die Tür, damit die Tür dann auch auffällt. Das machen wir jeden Tag so, also jeden Morgen, also jeden Nachmittag, wenn ich rauskomme von der Schule. Und es klappt herrlich. So, hier der Giftshop, da kann man auch wirklich sehen, dass der Ton wieder sehr, sehr laut ist. Accept, Sound. Ambience, ist es Ambience? Ich weiß nicht. Weil vor allem das hier geht richtig aufs Ohr und ich höre schon fast gar nichts mehr. So. Distract the guards. Und wie ihr seht, das ist die englische Fassung. Ganz einfach, weil ich finde die Stimme von diesem Hitman einfach so geil, dass ich einfach das Englische hier hab. Und außerdem lag das noch bei mir rum. So. Und jetzt versuchen wir mal. Hier. Geld. Geh hin. Das Geld. Ja, komm, check it out. Komm. Und wundert euch nicht, warum die Tür auf einmal aufgeht. Ja, und wundert euch nicht, warum ich hier total faile gerade. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein richtiger Profi. Wobei, das ist jetzt eigentlich eh egal. Soweit ich weiß, bekommt man beim ersten Level noch gar kein Rating. So, dann hier ins Theater rein. So, aber hier machen wir etwas lautlos. So. Und dieser Totenkopf hier oben, also hier dieser Satanschädel, den werden wir auch später nochmal in einer Mission nochmal kennenlernen und nochmal sehen. Und da freue ich mich auch schon drauf. So, den können wir jetzt rein theoretisch erschießen oder wir hätten auch warten können, bis er ihn anzündet. Wobei, ach. Wir sind ja Hitman und nicht, Brandman. Hahaha, Gott, der war so schlecht. Sekunde, ich hau mir mal kurz mit der Maus gegen den Schädel für diesen schlechten Witz. Ich bestrafe mich dafür immer mal selber. So, jump to the balcony. So, Sekunde. Erstmal, oh, ja. Okay, so. Wir könnten theoretisch mal speichern. Wir machen das mal kurz. Save Game. Also, wir haben jetzt 7 Mal dürfen wir in einer Mission insgesamt speichern. Mehr nicht, dann ist Ende im Gelände und ich muss mich beeilen, weil ich will das alles in eine Folge bekommen. So, und dann machen wir hier einen Picklock. So, und weg mit euch. Und dann einmal hier auf und einmal dort auf. Und dann hauen wir euch mal hier in diese Boxen, die ja hier rein zufällig hier drin stehen. Also hier die Gefriertruhe kann ich ja noch verstehen für das ganze Marihuana oder sowas. Aber hier diese... Das wird wahrscheinlich die Box sein, die sie beim Liefern hergebracht haben. Also für das ganze Hasch oder fürs Geld. Genau, fürs Geld. So, dispose of body. Und dann brauchen wir das hier. Und geht mal hier in den Schrank rein. Ja, wo sind die faulen Säcken hin, ne? Die faulen Säcke. Geh mal hier nicht rein, zufällig in der Gefriertruhe. Mm-mm. So, Exit. Hoppala.